So, moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Gravity Rush Remastered und wir beschreiten jetzt mal die nächste Mission in dieser Untergruft am Arsch der Welt und ja, kurz vorab, wenn ich nicht mehr so laut rede, seid mir nicht böse, aber es ist schon etwas später und ehrlich gesagt, ich habe auch gar nicht mehr so die Energie, so viel zu labern, aber ich muss etwas vorproduzieren, weil ich natürlich euch... weil ich natürlich auch ständig Content euch nachliefern will und deshalb muss ich auch jetzt etwas, vorproduzieren. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, ich steuere das einfach am Ende ein bisschen aus am Programm. Dann werdet ihr das wahrscheinlich kaum merken, diesen Lautstärkeunterschied. Aber gut, ich würde sagen, wir starten jetzt mal in die nächste Mission. So. Was gibt's denn hier so? Siane, was tust du da ganz oben allein? Siane, was ist los mit dir? Antworte mir. Mensch, Mädchen, sie schläft. Schlafwandelst du etwa? Krack. Oh, bruh. Das war knapp. Hey, hör auf damit. Sie atmet nicht. Oh nein. Sie kann doch nicht. Hab ich. Bruh. What? Siane? Das Mädchen, das du als Siane kennst, schlummert. Alter, what the fuck? Rauch mal weniger Crack. Es gibt Dinge, die man mit seinen eigenen Augen sehen kann. Und solche, die man mit seinem Geist sieht. Cat, wenn du nur deinen Geist öffnest. Ja, wirst du einen Weg finden, die Kinder zu retten. Du musst die Kraft wecken, die in dir ruht. Siane, was sagst du da? Schau mir tief in die Augen. Das ist gruselig. Safe jetzt voll im LSD-Trip. Episode 15. Erinnerung an eine andere Welt. Verdammt. Memories of another world. Okay. Huch, wo bin ich? Oh, ich glaube, ich kann mich daran erinnern. Die Schöpferin Siane hat diese Welt aus Fragmenten deines Unterbewusstseins erschaffen. Stelle dich einen vergessenen Erinnerung, um die verlorene Kraft zu wecken, die in dir schlummert. Wovon redest du? Siane ist deine Schöpferin? Ist sie wie Garde? Alles wird sich aufklären, wenn die Zeit reif ist. Doch zuerst musst du den Fluss des Vergessens überqueren, ohne die Hilfe deines Schifterfreundes. Ich werde dein Erwachen auf der anderen Seite erwarten. Hab keine Angst vor der Wahrheit. Sollte ich denn etwa Angst haben? Oh. Okay, tschüss. Das war's als Play. Danke fürs Einschalten. Hä? Lol. Wow. Oh. Okay. Hä? Was ist da los? Ich glaube, ich brauche einen kurzen Moment, um da mal hinterzukommen hier irgendwie. Ah. Ach so. Ah. Okay. Ich verstehe. Ja, ein bisschen lost gerade. Ich kann mich an diese Mission, glaube ich, erinnern. Ich glaube, ich weiß, was hier kommt. Wer bist du? Das ist die mit uns gesprochen hat. Sie ist weg. Ah ja. Nein. Verdammt. Ich hoffe, ihr könnt die Untertitel lesen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Weil das jetzt vorzulesen und dabei zu zocken, das ist echt ein bisschen Krampf. So. Wo muss ich denn lang? Ach so, ja. Klar, logisch. Los. Nein! Warum? Das würde jetzt einfach so lange dauern wegen meiner Inkompetenz. Und? Hui! Zu blöd dafür einfach. So, komm. Jetzt aber. Jawohl, geht doch. Ich bin nicht so der Jump'n'Run-Typ, auch wenn es kein richtiges Jump'n'Run ist, aber ihr wisst Bescheid. So, komm. Drüber da. Rüber. Was? Wo fliegt die denn hin? Da habe ich doch nicht hingezeigt. Was macht sie denn? Ist das schlimm? Na komm. Blöder Stein, ey.
Oh, ey, Maga, du stehst doch auf der Kante. Schlimm. Aber wir sind gleich da. Alles cool. Oh, was ist das? Oh, ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht übel. Aber, Alter, das ist doch echt ein bisschen mies gerade. Deswegen wird die Folge jetzt auch wieder 50 Minuten dauern, weil man hier gefühlt einfach nirgendwo... Die fliegt immer so richtig bescheuert. Kein Wunder, dass sie das ständig verkackt. Und jump. Oh, nee. Also Maga, ich glaube, ich habe auch nie so ein leichtes Level-Design gesehen wie das hier. Gefühlt. Also, ich will ja nichts sagen, ne? Von sich an hat das ja alles einen Hintergrund, warum das so ist und so, ne? Aber, Bruder. Vom Level-Design her, glaube ich, war das eine Sache von einer halben Stunde gefühlt so. Ist natürlich nicht so, ist klar. Hä? Oh, jetzt verstehe ich. Ah, natürlich, macht doch Sinn. Macht doch auch Sinn. Mensch, da. So, und jetzt wieder runter. Wham. Oder auch nicht. Auch gut. Das war jetzt voll Sinn. Es war richtig sinnig gerade. Aber gut, ein bisschen Rätsel muss ja mal drin sein. Die Folge scheint auch bis jetzt relativ entspannt zu sein. So, dann fahr mal hoch. So. Jump. Okay. So. Und einmal hier rüber zu der netten Dame. Oh. Wir müssen safe nach oben. Oder auch nicht. Kann man auch haben. Wie man es nimmt. Ich glaube, wir müssen nach rechts. Dann vielleicht nach oben. Ja. Nee. Da geht's direkt nach unten. Also wir können nur nach rechts, theoretisch. Das macht am meisten Sinn. Ich denke dann mal nach oben. Oh. Alter, war das knapp. So, warte mal kurz. Da werden wir direkt nach unten katapultiert. Das lohnt sich nicht. Darüber. Ja. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Oh Gott. Oh. Himmel. Heilige Mutter Maria. Ist das schlimm, wenn du nichts siehst? Oh. God damn, Bro. Okay, ich glaube, das ist richtig so. Ich glaube, das macht Sinn, was wir hier gerade tun. Okay. Ich habe mal Angst vor der Kamerafahrt, wir kennen das ja schon. Dass sie manchmal verkackt, so beim... Oh, ist langsam mal gut. Ich will das nicht mehr. Was ist denn jetzt? Oh, Mann. So, ah, okay, verstehe. So... Maga, das ist aber auch echt irgendwie gerade eine miese Sache. So. Und zack. Jetzt ist die Frage, wo lang? Wir müssen dahin. Ah ja, ich verstehe. Also wenn wir da jetzt runterspringen würden, wäre es wieder falsch. Also, oh halt, das geht nach unten, gut. So. So. Hallo. Haben wir es jetzt? Oh. Ich lese die ganzen... Mann, ey. Spring doch.
Ja, ich lese die ganzen Untertitel gerade nicht, weil, naja, ist halt, ne? Hallo? Ach, das ist irgendwie strange gerade. Ah, ich verstehe. Ja, man muss ein bisschen nachdenken. Das ist nicht so einfach manchmal. Aber ich muss sagen, Gravity Rush ist von sich an schon von der, vom Sinn her, von manchen Level-Designs, doch schon ziemlich simpel. Also geht eigentlich fit. So. Also es kann, denke ich, auch mal ein 14-Jähriger rausfinden oder ein 12-Jähriger, wenn er sich ein bisschen anstrengt. Kommt natürlich immer auf die Kur an. Boah. Also, wenn man mal so überlegt, der Kontrast ist schon mies, ne? Wenn man uns jetzt auch mal so anguckt. Naja. So, was haben wir denn hier? Was ist denn das? Lagerfeuer. Ah, mit einem Menschen. Oh, Raven. Nee, halt. Du wirst, das sind wir. Das ist leicht verstörend, möchte ich nur mal kurz anmerken. Ein Schloss. Liegt dort die Wahrheit? Das werden wir, glaube ich, noch rausfinden. Schon mächtig, oder? Ist schon mächtig. Save unser Schloss so. Aber ich kann mich an diese Mission erinnern. Ich kann mich gerade an diese Stelle mit dem Schloss doch erinnern, wenn ich so drüber nachdenke. Könnte aber auch die Doom Base sein von Doom Eternal. Von dem Doom Slayer. So sieht es ein bisschen danach aus. Lol. Waren das wir? Bruh, das waren doch wir, 100 Pro. Die sah doch so aus wie wir. Alter, lol. Was läuft? Was ist passiert? Alter, die guckt so gruselig. Das ist so creepy. Diese Welt ist ein Traum. Siani's Traum. Du bist wie alles darin, nur ein Produkt ihrer Vorstellungskraft. Sei still. Hast du mich hypnotisiert? Was machst du mir ins... was hast du mir ins Wasser gemischt? Während sie ja nicht schläft, werde ich diese Träumerin und die Welt, die sie hervorbringt, schützen. So. Du redest, als wäre es dir jemand anders. Und wer sollst du sein? Eine weitere Schöpferin? Ich bin der Traumwächter. Ich halte sie ja nicht fest, verankert zwischen Traum und Realität. Das ist verrückt. Ich glaube, du übertriffst sogar noch Garde. Du hast gelernt, mit dem geistigen Auge zu sehen. Du kannst den Eingang zur Arche finden. Und gemeinsam mit Raven kannst du die Kinder retten. Öffne deinen Geist und sieh. Warte, ich sehe was. Oh. Was du siehst, war immer da. Doch nun hat sich dein Geist geöffnet, um es zu sehen. Shifter, du hast best eine Bestimmung, eine Kraft, die dir verliehen wurde, um deinen Traum zu beschützen. Was? Cat, habe ich geschlafen? In meinem Traum sagt jemand, du solltest zur Arche gehen. Okay. Ich traf eine weitere Schöpferin. Sie schlief in Cyane. Erst Garde, dann Cyane. Ich traf ständig auf Leute, die behaupten, Welten erschaffen zu haben. Ich konnte die Wahrheit und Dichtung nicht voneinander trennen. Doch ich wusste, dass man mir eine ganz bestimmte Macht verliehen hatte. Cyane zu einem anderen bringen. Ja, das können wir ja gleich machen. Erstmal. Nein! Bläh. Einfach nur bläh. So. Ja, hier haben wir auch schon direkt die nächste Aufgabe bei Siane oder Siane oder wie auch immer die heißt, ist mir auch egal. Ja, Freunde, das war.
Eine relativ interessante Folge, ein kleiner Zukunftsblick, vielleicht auf Gravity Rush 3 vielleicht sogar schon. Der Teil wird hoffentlich produziert momentan für die PlayStation 5. Wenn ich mir überlege, dieses Spiel, ja, mit einer noch besseren Grafik, ja, mit noch mehr FPS, ja, stellt euch das Spiel mal in 4K-Auflösung vor, mit flüssigen 60 bis 120 FPS auf einer PS5. Überleg mal, wie cool das aussehen könnte. Da könnte was draus werden, denn, dieses Spiel war ja ursprünglich auf der PS3. Dann haben sie es irgendwann auf die PS4 gebracht, nochmal als Remastered. Und dann kam halt irgendwann Gravity Rush 2 für PS4 halt. Aber bei Gravity Rush 2 habe ich gelesen, da ging die PS4 schon an ihre Grenzen, so mit dem, was das Spiel an Leistung gefordert hat. Heißt also, bei der PS5, da könnte nochmal richtig was bei rauskommen. Und ich bin auch ziemlich gespannt, was da passieren könnte. Aber das ist noch weit in der Zukunft. Lass uns mal überraschen, was in den nächsten Jahren so kommt. Wir warten ja schließlich auch noch alle auf GTA 6, was wahrscheinlich gefühlt nie erscheinen wird. Aber habt etwas Geduld, Leute. Auch das wird bestimmt in den nächsten 2-3 Jahren bestimmt erscheinen. Und an der Stelle, meine lieben Freunde, danke euch fürs Einschalten. Und dann sehen wir uns bei der nächsten Folge von Gravity Rush Remastered. Haut rein!